Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. So, was haben wir denn heute hier? Wir haben heute. Oh, Entschuldigung, ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Ton aus. So. Heute haben wir ein neues Deck wieder zu gewinnen. Es ist ein weiß-grünes Deck. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was es ist. Wir fangen jetzt einfach mal an und dann werden wir nach dem ersten Match. Mal jetzt wieder ein Ranked Match. Ich brauche Blue oder Green Spells, muss ich auch noch ein paar zusammenbekommen. Und dann schauen wir doch einfach mal. Ready. Gegen Zerlo. Ja, das war ich nochmal einfach so jetzt fertig. Da gleich mit der Karte mit Flying. Ich spiele jetzt erstmal den Deep Root Champion. Greifen dafür jetzt mit dem Kumina Speaker an. Was überlegst du denn? Da hast du irgendwelche Counter-Spells, tatsächlich. Okay, das war jetzt fies. Muss ich ganz ehrlich sagen. Momentan alles noch nichts. Ja, was soll ich machen? Kannst ja nicht. Das sieht gerade nicht gut aus. Kommt er wieder mit irgendeiner Scheiße wahrscheinlich an. Oh, noch einer mit Flying. Drei, vier, ja, das ist halt, was soll ich machen?
Jetzt wird er wieder angreifen, dann hat er schon, macht er mir 7 Schaden. Sieben, acht. Das sieht nicht gut aus für mich. Das werde ich haushoch verlieren. Naja, ich krieg ja dann das neue Deck. Oh, alter Vater. Warum ist jetzt egal? Ist jetzt wurscht. Das war's. Es war ein schnelles Match. So, jetzt kriege ich aber mein Auras of Majesty. Okay. Schauen wir da mal da rein, was es da alles gibt. Jetzt bin ich gespannt. Decks. Auras of Majesty Deck. So, was haben wir denn da in dem Auras of Majesty? Da haben wir einmal den Novice Knight. Daybreak Chaplain, Knight's Pledge, Greenwood Sentinel, Thorn Lieutenant. Oh, okay. Siegehorn Ceratops. Kapaschen Paragon. Oh, First Strike Vigilance Lifelink. Okay. Oh, was ist das? History of Benania. Aha. Luminous Bonds. Oakenthorn. Satyr Enchanter. Ajani's Last Stand. Hero Mancer's Cage. Onsera Springs. Shalai, Voice of Plenty. Druid of Horns. Nightly Wailer. Prodigious Growth. So, dann würde ich mal sagen, alles klar, dann werden wir mal Auras of Majesty, ja, ausprobieren. Heute spielen wir mal dieses Deck. Was soll dieses komische blaue Ding da, ne?
Ja, komm, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Deck an. Du nervst mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gibt's so alles gar nicht. Oh mein Gott, was ist denn das?
Das war schnell. Also meine erste Erfahrung jetzt hier mit diesem Auras of Majesty Deck war jetzt nicht gerade toll. Aber es kann natürlich auch an der Stärke des Gegners gelegen haben. Komm, behalten wir mal. Pace.
Doch, mach mal. Jetzt kommt dafür das Token rein, ich weiß. Oh, scheiße, das war natürlich jetzt blöd von mir. Alter, was machst du denn? Hätte mich ja schon 10-mal down haben können. Also mit diesem Deck komme ich momentan überhaupt nicht zurecht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er hätte mich schon 100 Mal downhauen können, ey. Unglaublich. Ei, mach doch dem Ganzen jetzt mal ein Ende hier. Das kann doch nicht sein. Was ist denn mit dir los, ey? Oh. Viel einfacher haben können. Ehrlich wahr. Also begeistert bin ich von diesem, also momentan das Deck, mit dem ich aktuell echt am wenigsten Siegchancen habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe bis jetzt immer eigentlich irgendwie was gewonnen, aber das jetzt hier ist momentan, kommt natürlich sowas hier. Sorry, aber was soll ich denn damit machen? Noch schlimmer. Alter, willst du mich verarschen? Was soll ich damit machen? Komm, ey, ehrlich mal. Lächerlich. Absolut lächerlich. Das ist unglaublich. Was soll ich, was hätte ich. Kann ich eigentlich jetzt schon wegschenken, das Spiel? Nein, auch noch Flying, ey, ja, ist klar.
Das ist eh wohl, ich kann eh nichts mehr dran ändern. Also sorry, aber das Deck ist. Kann ja sein, dass das vielleicht gut ist. Ich komme mit diesem Deck überhaupt nicht klar. Ich komme mit dem Deck überhaupt nicht klar. Ich gewinne mit diesem Deck gar nichts hier. Also wirklich. Kann man es irgendwie noch. Das ist doch irgendwie ein bisschen. Also. Brauchen wir hier schnelle Karten noch mit drin. Versuchen wir es mal so. Weil das ist ja. Das können wir so lassen. Flying on Lifelink. Nein. Nein, das wird doch schon wieder so eine Scheißrunde. Nein. Thank you.
Autsch. Scheiße.
Ja, jetzt, mein Freund, hast du verloren. Wahrscheinlich, wenn er nicht irgendeinen sensationellen Spruch noch hat. Nein, jetzt habe ich wahrscheinlich verloren. Nee. Nein! Alter, ist das heftig. Alter, ist das heftig. Ich schmeiß das mal normal Play. Alter, hat das jetzt wehgetan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Heute kriege ich aber richtig den Frack voll. Heute kriege ich richtig den Frack voll. Oh mein Gott, war das. Oh. Aua, 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 aua. Mit der letzten Karte haut er mir das Ding da um die Ohren. Ey, ich glaub es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Mulligan. Ah. Ja, komm, keep. Bleibt ja nichts anderes jetzt übrig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie kann man denn so ein Pech? Also, es gibt's doch alles überhaupt nicht, ey. Unglaublich. Verliere ich dieses Drecksmatch. Ja. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Das machen wir schon mal gar nicht mit, ne? Ich kann den anderen ja sowieso, ich kann den da eh nicht blocken. Soll ich machen, ey? Also das Deck bringt mir kein Glück. Sorry, aber
Das ist kein gutes, also für mich ist es kein gutes Deck. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ja, was soll ich machen, ne? Gewinne ich mit diesem Deck überhaupt irgendein Match? Gewinne ich mit diesem Deck auch nur irgendein Match, wenn ich diese Aufgabe hier rum habe, ja? White or Green Spells ist das Thema für mich durch mit diesem Deck. Das Deck werde ich nie mehr wieder spielen. Also Katastrophe. Dieses Deck ist die reinste Katastrophe für mich. Das ist ja, also schlimmer geht's ja gar nicht mehr. Wie viele Matches kann man verlieren in so kurzer Zeit? Das gibt's doch überhaupt nicht.
Das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr, wenn ich das jetzt auch noch verliere. Ich das jetzt auch noch verliere. Oh nein. Oh nein. Nein. Das ist jetzt einfach nicht wahr. Ich verliere auch dieses Match. Ist das denn die Möglichkeit? Thank you.
Ja, auch dieses Match habe ich verloren. Das Deck ist für mich wirklich uninteressant. Wir kriegen jetzt hier ein Core-Set wenigstens noch raus. Also das werde ich nie mehr spielen. Dieses Deck werde ich nie mehr spielen. Weil das ist einfach nur unfassbar. Mit jedem anderen Deck habe ich irgendwelche Wins rausgeholt, mit dem hier nicht. Also, Aegis of Heavens. Target Creature gets plus 1, plus 7. Until end of turn. Was haben wir hier? Flying. Rustwing. Falcon ist natürlich cool. Add one mana of any color. Das ist gut. Flying, when Skirmer enters the battlefield, target opponent loses one life. Dann gucken wir mal hier oben rein. Was haben wir da? Die Hungering Hydra. Oh, das Ding ist ja monströs. Die ist ja übelst. Die ist echt übel, mein lieber Scholli. Das ist eine Mega-Karte. Ja, heute mal nur verloren. Wie man sieht. Andere würden so ein Video jetzt vielleicht gar nicht hochladen. Ich lade es hoch. Kann natürlich echt sein, dass ich einfach zu sch schlecht bin für dieses Deck da. Aber hier mit Forest Might kann ich relativ gut spielen. Jungle Secrets, Strength in Numbers, war im Chaos in Mayhem war mega geil, ja. Aber das hier, sorry, also das ist unglaublich. Also, wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal. Falls ihr noch nicht getan haben solltet, schreibt mir was in die Kommentare und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena mit mir dem Herrn gleich. Ja, ihr seht hier auch bei mir, wenn ich auch mal auf die Nase falle. Also haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.